die Wolfsburger mit ja, Leistungen, die in Ordnung sind, mit 6 Punkten gestartet. Die Schalker ein 2:3 gegen die starken Hoffenheimer und dann ein 3:0 Sieg gegen Arminia Bielefeld. Also eine sehr ausgeglichene Gruppe und der Blitzstart nach 9 Sekunden. Moody Chana hat sich ein Herz gefasst. Die Schalker heute im modischen Purpur. Startermaß für die ja eigentlich Königsblauen. Jetzt Abschluss und die Parade von Jim Becker. Tort war über der Mittellinie. Kurze Orientierung gleich zu den Achtelfinalspielen. Die Mühlis werden das dritte Spiel machen. Es wird so gegen 11.45 Uhr in einer Stunde sein. Dann geht es ja gegen Hertha BSC Berlin. Die hätten es so verdient, da weiterzukommen. Auch wenn es natürlich gegen die starken Herthaner sehr schwer wird. Die Wolfsburger ja mit einer recht einfachen Zielsetzung für dieses Turnier heute. Trainer Steffen Bauer hat gesagt, wir möchten so gut spielen, dass wir wiederkommen dürfen. Dass man gar nicht am VfL vorbeikommt. Ich meine, jetzt ja einige Jahre nicht dabei. 2010 war die letzte Teilnahme bei den Wolfsburgern. Insgesamt sind sie zum 6. Mal dabei, wenn dieser Schuss hier abgeblockt wird. Wolfsburg immer mit einem ganz, ganz tiefen Stürmer. Tief heißt weit nach vorne gezogen. Steht direkt vor dem Keeper der gegnerischen Mannschaft. Da natürlich immer in Bewegung. Jetzt die Schalker wieder. Die in einem klassischen 2-2. Zwei hohen Stürmern. Die da viel kreuzen, sich viel bewegen. Jetzt wird der Keeper mit einbezogen, sodass ich ein dritter Mann nach vorne schieben kann. Dann habe ich eine Dreierreihe vorne. Dazu brauche ich natürlich einen enorm passsicheren Torwart. Denn das Risiko bei Ballverlust ist natürlich extrem hoch. Dass die Kiste dann frei ist. Wir sehen das jetzt. Jetzt geht der Aufbau los. Jetzt schiebt sich der Keeper schon rechts rüber. Und jetzt geht der Kapitän der Schalker mit nach vorne. Und wir haben dieses... Ja, eigentlich an 1-3.
sind drei Grundangriffsvarianten, die wir also in diesem Turnier sehen. Ein klassisches 2-2, dann dieses 1-3 mit dem Torwart als zweiten Spielmacher oder auch ein 2-1-1. Das bedeutet ein halber Stürmer, ein Tiefer und die beiden wechseln sich dann immer ab, weil sie immer in Bewegung sind. Ist natürlich auch für viele heimische Trainer und Spieler immer wieder zu sehen, wie sich der Hallenfußball auf diesem Niveau entwickelt. Was gibt es für Systeme, für Taktiken? Und wir sind sehr gespannt, welches System sich dann auch am Ende durchsetzen wird. An diesem XXL-Fußballtag hier in der Kreissporthalle in Lübeck. Es war schnell gespielt, der Freistoß, aber der Schuss dann gefühlt Meter über das Tor. Ronny Sarstedt hat sich da das Herz in die Hand genommen und mal draufgehalten. Der Ball ziemlich verunglückt. Die Wolfsburger ja Vierter in der Regionalliga. Stehen da sicherlich sehr gut da. Haben aber beispielsweise ihre beiden Top-Torschützen, Yannick Möller und Jari Otto, gar nicht mitgenommen. Jari Otto, jetzt haben wir es, auch Nationalspieler. Genau wie David Nieland, aber auch er nicht dabei. Spricht dafür, dass die Wolfsburger heute nicht den stärksten Kader aufgeboten haben hier in Lübeck. Schalke dagegen Top-Torschützen Nassim Bujelab dabei, 6 Tore gemacht in 11 Spielen. Die Schalke jetzt Zweiter in der Westfalenliga hinter dem BVB. Und das wird ein langer Ball! Und das war wieder Moody Chana mit dem langen Nehmer. Schon der großgewachsene Keeper. Weit vor seinem Tor. Hat den Keeper überrascht. Und der war abgefälscht und das war gut reagiert. Die Schalke haben jetzt ihren Keeper gewechselt.
die Trikotnummer jetzt nicht auf dem Bildschirm. Ich tippe auf Timon Weiner im Tor. Timon Weiner übrigens auch. Nationalspieler auf Abruf. Der Ball war quergelegt. Und jetzt die Chance, das Tor ist frei und der Ball ist vollendet. Ahmed Asira mit dem 3:0 für die Schalker. Damit hätten die Hoffenheimer, die Wolfsburger und die Schalker alle 6 Punkte. Bielefeld haben letzter mit 0 Punkten. Und das spiegelt so ein bisschen das Kräfteverhältnis auch wieder. Alle drei Mannschaften wirken recht ausgeglichen. Hoffenheim, Schalke, Wolfsburg. Wobei ich dann die Hoffenheimer und die Schalker noch etwas stärker einschätze. Jedenfalls von den bisherigen Eindrücken. Wir lassen uns natürlich überraschen. Die Wolfsburger jetzt mit einer großen Chance. Und dann ist Weiner da. Mit einer guten Reaktion. Wolfsburg jetzt über die Bande gespielt und dann legt sich Weiner den Ball fast selbst ins Tor. Geht aber nochmal gut. Jetzt die große Möglichkeit für Niklas Kölle. Und der lange Ball knapp 3 Minuten vor Ende des letzten Gruppenspiels, bevor es dann gleich richtig losgeht. Und man merkt jetzt auch so ein bisschen in der Halle, man wartet jetzt einfach darauf, dass die Vorrunde dann auch vorbei ist. Wir haben natürlich tolle Spiele gesehen, viele Tore, aber das Salz in der Suppe sind einfach die K.O.-Spiele. Und dann, und das ist ja auch das Attraktive an diesem Modus, die Vorrunde nichts mehr zählt, man sich nichts mehr von den Siegen kaufen kann. Dann geht es bei 0 los und hier geht das erste Tor für Wolfsburg heute Morgen, Marius Wegener. Wir sollten eine Strichliste führen mit falschem Anstoß. Ich tippe mal, 20 haben wir voll. Minimum.
Wolfsburger mit dem langen Ball. Und wir gehen die letzten 70 Sekunden dieser Partie. Das war eine schöne Einzelleistung da. Phil Henlich. Setzte da an. Spielt jetzt Foul. Und da hätte man Vorteil geben müssen. Das gibt's ja gar nicht. Da rennen zwei Wolfsburger auf das Tor zu und der Schiedsrichter unterbricht. Die Situation war schon befreit. Klasse nochmal quergelegt. Jetzt die Chance nochmal für Wolfsburg, aber der Ball zu weit vorgelegt. 34 Sekunden vor dem Ende. Über die Bande hier abgelegt, der Ball nochmal. Oh, jetzt der Fallrückzieher. Das muss man dann abpfeifen wegen gefährlichem Spiel. War genau auf Kopfhöhe. 15 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Freistoß Wolfsburg, Zeit ist angehalten. Es sind noch genau 10 Sekunden Abpfiff, bevor dann diese Partie vorbei ist. Aber ordentlich gespielt und das hat ein Tor verdient. Mit der noch nicht Schlusssirene, es sind noch 3 Sekunden auf der Uhr. Macht Yannick Möker das 2:3. Und es sind immer noch 2 Sekunden und wieder ein falscher Anstoß. Deswegen die Uhr auch weiter angehalten. Aber das sollte wohl nichts mehr gehen. Schalke macht es genau richtig. Stellt den Ball jetzt aus. Gewinnt mit 3:2 gegen VfL Wolfsburg. Wir sind gleich zurück mit dem ersten Achtelfinale. Bis gleich.